Willkommen zu Frequent Traveler TV nach einer Ruhepause, nachdem wir in Dallas waren. Wir waren in Salzburg, in München, in Helsinki und jetzt wieder zurück in Helsinki. Gibt es wieder eine frisch gepresste Sendung für euch. Danke, dass ihr die Stange gehalten habt. Danke, dass ihr beim Stammtisch wart. War wieder ein lustiger Stammtisch in München am Flughafen. Ich habe es sehr genossen. Ich hoffe, dass unser Kollege zu seiner Edelsteinmesse pünktlich gekommen ist. Dann nochmal Danke an Ronny, weil Ronny natürlich wie immer seine Baggage-Tags mitgebracht hat. Fliegen ist ein Privileg, kein Grundrecht. Danke dafür. Und die Themen sind ganz wichtig. Lufthansa Internet. Alle A320, 21 und 220er sollen Internet bekommen bis 2026. Langham hat ein Programm, eine Hotelkette, wird aber eingestellt, gilt auch so ein bisschen als Warnung für alle nochmal. Dann haben wir Neuigkeiten vom Alaska Airlines CEO, der mit den Worten wütend auf Boeing reagiert hat. Er sagte, er sei wütend, dass Boeing da die Suppe versalzen hat. Und die FAA hat Boeing die Suppe versalzen, die Produktion zu erhöhen. Und was haben wir noch? Discover Airlines im Streik. Das ist wohl so in Deutschland üblich. Ihr wisst es ja, was an dieser Stelle immer kommt. Der Aufruf an euch, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Aber auch ganz wichtig zu kommentieren. Ich werde die Kommentare nach der Aufnahme bearbeiten und werde natürlich schauen, dass wir natürlich die alle beantworten. Also ich denke, ich bin auch relativ gut gewesen mit Beantworten. Auf WhatsApp habe ich fast alles beantwortet. Was wollte ich noch antworten? Gar nichts. Wir fangen mit dem ersten Thema an. Und zwar ist das Lufthansa. Und zwar ist das Lufthansa Group will sogar Interweb auf allen Flugzeugen der A320, 21er und der A220er Serie bringen. Was natürlich für alle bei der Swiss ein Aufatmen ist. Oder für mich, der gestern mit der Lufthansa aus München nach Helsinki geflogen ist, ein Aufatmen. In dem Flieger gab es, obwohl er nur 4 Jahre alt ist, kein Internet. Das Dilemma, was das natürlich hinter sich hat, ist ja klar, dass gerade bei den 320ern gab es ein Problem bei den Neos mit der Schwanzlastigkeit, wie das in Fliegerkreisen heißt. Heißt also, das Flugzeug, wenn man es nicht ordentlich entladen hat, hat die Antenne dort für einen Hinternaufschlag gesorgt beim B- und Entladen. Das gab es bei der Swiss in Genf. Und damit hat man dann halt jetzt gesagt, okay, wir haben die Antenne nicht. Aber jetzt gibt es von Viasat eine Lösung, das sind nur 60 Kilogramm und damit haben wir dann Internet. Wichtig ist auch, dass diese Antenne einen geringeren Luftwiderstand hat als die Antenne, die man vorher eingesetzt hat. Und was natürlich auch eine interessante Geschichte ist für alle bei Swiss. Denn bei der Swiss gibt es ja nur das Internet auf der Langstreckenflotte, jetzt aber auch dann auf den 220ern und auf den 320ern und 321ern. Also da eine ganz klare, coole Geschichte. Und bei Lufthansa ist ja auch, also zumindest war es bei mir, ich glaube es für alle, die Messenger-Dienste sind kostenfrei nutzbar. Und das ist natürlich eine riesen geile Geschichte. Ich glaube, das ist nur, wenn man Miles & More Mitglied ist. Aber das ist ja einfach zu schaffen. Damit denke ich mal, dass es relativ cool ist. Weil ich finde das schon cool, dass man so ein paar Nachrichten verschicken kann, auch wenn es etwas lahm ist. Aber am Ende des Tages ist es halt dann doch ein bisschen Zeitvertreib. Wir machen das ja nicht alle wie Thomas Gottschalk, der von Baden-Baden nach Hamburg fliegt zum Beispiel. Und da sagt, er möchte einen Detox machen und ist froh, dass er nicht erreichbar ist. Ich persönlich habe da kein Problem mit. Wie heißt das nochmal in der Werbung? Ich lebe online. Ne? War es AOL? Auch hier könnt ihr gerne kommentieren und sagen, was da los war. Die 737 MAX.
ist ein Flugzeug, was von sich reden macht, aber nie aus guten Gründen. Immer was Negatives im Spiel. Und genauso ist es auch bei Alaska Airlines. Und da ist es bei Alaska Airlines so, dass der CEO von Alaska Airlines auf dem Sender NBC in Amerika gesagt hat, dass man bei vielen Flugzeugen lose Befestigungsteile gefunden hat, bei den MAX-9ern, bei dieser Tür, die ja keine Tür ist, sondern nur so eine Art Türstopfen, wir kennen das Wort ja jetzt. Und das Problem daran war, ist, dass die natürlich die Flugzeuge gegroundet haben und ich habe eine Zahl im Kopf von 150 Millionen Dollar Verlust, die die alleine deshalb gemacht haben. Es gibt auch dann noch etwas Spannendes an der Geschichte zu sagen, es gibt einen Whistleblower, das ist also nicht jemand, der eine Pfeife pfeift, sondern jemand, der interne ausplaudert, ohne dass er sich namentlich zu erkennen gibt, aber anonym. Ich glaube, man kann das auch namentlich machen. Aber auf jeden Fall, um die Repressionen zu vermeiden, hat er auf irgendeinem Substack oder irgendwo was geschrieben, Reddit, ich weiß jetzt nicht genau, als Kommentar, und er hat gesagt, es gibt halt zwei Systeme bei Boeing, wo das wo man kommuniziert. Es gibt ein offizielles System und dann gibt es ein Satzsystem, so nennt sich das, wo man einfach nur eine Art Slack-mäßig sich unterhält. Und dass es halt wirklich da bei der Produktion, genau bei dem Flugzeug von Alaska Airlines, halt so Probleme gab. Und man hat dann irgendwann festgestellt, nachdem man einige Checks gemacht hat, dass diese vier Bolzen fehlen. Und anstatt dann diese Bolzen da dann wieder reinzudrehen, ordentlich und so weiter, hat man sich einfach nur auf irgendein Siegel versteift, weil man die Bolzen nämlich nicht festgestellt hat, dass sie fehlen, also richtig fehlen. Und das war, also, da ist so ein Tuwabu und da passieren irgendwie 400 Fehler, die man findet, und das ist nicht normal bei solchen Sachen. Und sei es Spirit, nicht die Fluggesellschaft, sondern Spirit Aerosystems, das sind die, die diese Hülle bauen, haben sogar eigene Teams in Renton, die da reparieren bei den 737 MAX. Und dann gab es auch diese Geschichte mit diesem Sticker. Man hat halt, weil ein Sticker beschädigt war, konnte man das Flugzeug nicht abnehmen. Also muss man den Sticker erneuern. Aber um den Sticker ordentlich zu erneuern, musste man ein Teil ein- und ausbauen. Und das hätte dann wieder das Flugzeug zurückgeworfen und man hätte das dann austauschen oder neu checken müssen. Und das hat man alles nicht gemacht. Und wenn man dann halt bei Alaska Airlines hört, dass da einige MAX-9er dieses Problem haben, dann, also jetzt hatten, man hat ja jetzt das Problem gefixt, indem man diese Bolzen reingetan hat, wo liegen dann die Bolzen da rum in Renton? Also ich meine, muss doch jemandem auffallen, dass man irgendwie viel zu viele Teile hat. Also ich kenne das nur, und wir haben ja einige Flugzeugbauer bei uns in der Audience. Danke dafür, könnt mich ja auch gerne nochmal anschreiben, auf WhatsApp und mir erklären. Es wird doch alles dokumentiert. Wie kann das passieren, dass so etwas dann nicht dokumentiert, wo dann festgestellt wird, hey, wir haben zu viele Teile. Das ist ja nicht wie bei IKEA, wo man dann bei einem Einbauschrank sagt, ich habe jetzt alles benutzt und man hat Teile übrig. Oder umgekehrt, bei uns fehlen Teile, was machen wir? Also das ist schon ein echt laxes Problem. Und dann ist er da recht krallhart geworden und hat einfach gesagt, ich bin wütend. Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, das kann ich verstehen. Und die 170 Flugzeuge ungefähr, die dieser Baureihe sind, die ist der 737 MAX 9er, mit dieser Türstopfenveranstaltung oder Variante, muss man ja sagen, ist es so, dass man die jetzt kontrolliert hat. Fluggesellschaften bringen jetzt auch eigene Kontrolleure, ob das jetzt was bringt. Der Whistleblower hatte gesagt, ja, man wird jetzt ein paar Checks mehr machen, aber dann wird das wieder abebben. Und das finde ich doch schon durchaus problematisch, dass wenn man sein Leben einem Flugzeug anvertraut und dass da halt so laxe Themen, ja, also Sicherheit so lax gehandhabt wird. Ich weiß schon eure Kommentare, 737 ist auf meiner No-Fly-List. Ja, kann ich verstehen. Also man sollte erst warten, bis man beim ersten C-Check oder D-Check war bei der Fluggesellschaft, wo das Flugzeug nochmal von der Fluggesellschaft kontrolliert wird, dass es ordentlich ist. Und das ist natürlich schlimm. Und Scott Kirby, der ist übrigens der CEO von United, der hat gesagt, naja, mit der 737 MAX 10, mit der Zulassung, da rechne ich auch jetzt nicht so wirklich damit, dass das jetzt pünktlich kommt. Und was heißt das für die 777X? Da ist ja auch einiges im Argen. Und von den 737 MAX, die Lufthansa bekommen soll, da will ich gar nichts hören. Also ich hoffe, dass man da noch ein bisschen Abstand nimmt und sagt, wollen wir doch nicht haben. Aber da könnt ihr nochmal schreiben, was ihr davon haltet und was ihr davon denkt.
Und ich bin mal gespannt, auch wie Alaska Airlines damit reagiert mit Proudly All Boeing. Ne? Also schwierig, aber man kann natürlich auch im Umkehrschluss sagen, wenn was bei Airbus wäre, wäre Lufthansa auch gearscht, um es mal so zu sagen. Also deshalb, ich bin da so ein bisschen wie heißt das, Doppelherz? Ich habe zwei Herzen in meiner Brust schlagen zu dem Thema. Und deshalb die Frage des Tages für euch. Ist das jetzt einfach eine Phase, die Boeing hat? Ist das etwas, wo man sagen muss, hey, hast halt Scheiß am Fuß, hast einen Scheiß am Fuß? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, das ist systematisch bei Boeing, das kriegen die nicht mehr ausgemerzt, das ist einfach so, weil die halt Shareholder Value haben, weil sie halt auch nach Virginia ihr Headquarter ausgesourced haben. Das heißt also im Prinzip, dass die ganzen Geschäftsführer und Veranstaltungsleiter eigentlich mit der Produktion gar nichts mehr zu tun haben und damit halt wirklich die Verbindung zu dem Produkt eigentlich verloren haben. Und da bin ich mal gespannt, wie ihr darauf antwortet. Die FAA hat darauf ganz klipp und klar geantwortet. Und da muss man dann sagen, ja, ihr dürft die Produktion nicht ausweiten. Warte, ich muss noch die Zeit aufschreiben von 1:06. So, das haben wir gemacht. Also das heißt, dass man da ganz knallhart bei den Freunden von der FAA gesagt hat, nee, nee, das macht ihr nicht, weil der Zwischenfall und auch alles, was da passiert ist, da könnt ihr die Produktionsrate nicht erhöhen. Das erlauben wir nicht. Und das ist etwas, wo man ehrlicherweise sagt, nachdem man die FAA ja so lax eigentlich immer wieder in Erinnerung hat, wo sie wirklich richtig reagiert haben und sie gesagt haben, hey, ihr habt das Ding jetzt noch nicht mal im Griff, wie sollt ihr dann mehr Flugzeuge bauen? Denn man möchte ja da eine Zielrate, schwieriges Wort, von 38 Flugzeugen, die wollte man eigentlich haben, ist im Moment irgendwie bei zwischen 31 und 32 Flugzeugen pro Monat. Und man hatte dann für Ende 2025, also in einem Jahr und ein bisschen, also noch viel Jahr, fast 2 Jahre, wollte man sogar auf 58 monatliche 737 Max kommen. Und das ist natürlich etwas ein Problem. Und wenn man jetzt einfach mal guckt, was bei den Airbus-Leuten passiert, ist es so, dass man die 320 Neo-Produktion, also 21, die ganze Serie, auf 65 Flugzeuge pro Monat einpendeln wollte. Und man wollte sogar ab 2026 bei Airbus 75 Flugzeuge pro Monat einbauen. Damit seht ihr, dass sie fast doppelt so viel produzieren wollen, als sie jetzt im Moment produzieren bei Boeing. Und es ist halt wirklich so, dass halt dort das Thema bei Boeing halt ein riesig größeres ist als bei Airbus. Bei Airbus ist die Kontrolle anscheinend in Ordnung und da klopfen wir auf Holz. Wackelt auch sinngemäß das Kameradings. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ja, akzeptabel, richtig. Aber auch hier könnt ihr wieder unten schreiben, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt und wie ihr da zu steht. Dann haben wir das Thema Discover. Und Discover Airlines ist ja so im Prinzip diese Urlaubs-Leisure-Airline der Lufthansa, die ja auch mit Eurowings Discover gestartet ist als Namen. Wir wissen ja alle warum. Und da ist es jetzt so, dass die im Streik sind. Und zwar sind die im Streik, weil sie keinen Tarifvertrag haben. Also das heißt, ich kann da das Ganze verstehen, dass man sagt, hey, wir wollen einen Tarifvertrag haben, wir arbeiten jetzt hier und machen, aber natürlich so, dass man jetzt am Freitag natürlich Leute trifft, die ihren Urlaub haben wollen, weil gerade so Ziele wie Gran Canaria ist, glaube ich, ausgefallen, Cancun, Fuerteventura, Teneriffa und auch die Rückflüge sind natürlich annulliert worden und damit ist es halt für die Urlauber scheiße. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass man hier jetzt natürlich jetzt sagt, dass man bei der Pilotengewerkschaft einen ganztägigen Streik hat und die Kabinengewerkschaft hat sich dem übrigens auch angeschlossen, damit da mal was in die Wallung kommt. Und im Gegensatz zur Bahn, die Bahn ist ja ein staatliches Unternehmen, da müssen wir eigentlich in Berlin anrufen und sagen, hey, Olaf, erklär mal deinen Kollegen, ich weiß gar nicht, ist der Verkehrsminister für die Bahn zuständig? Könnt ihr auch nochmal schreiben, wer dafür zuständig ist. Ist das ein privatwirtschaftliches Unternehmen? Da muss man ein bisschen so sagen, naja, nun gut, das ist halt ungelaufen. Aber die Lufthansa muss sich da halt dann drum kümmern. Da bin ich mal gespannt, was die Lufthansa macht, weil einige Ziele werden ja auch von anderen Lufthansa Group
Ferienfliegern angeflogen. Ich kann es verstehen. Könnt ihr den Streik verstehen von Eurowings Discover oder sagt ihr, nö, das geht nicht, da muss man jetzt knallhart reagieren. Also ich kann es verstehen, wenn das ein erster Tarifvertrag ist, dass man den gerne haben möchte. Weil da geht es ja dann nicht um Konditionen, sondern einfach erstmal ums Grundsätzliche, dass man einen hat. Bei einem Hotelprogramm geht es auch darum, dass man grundsätzlich ein Loyalitätsprogramm hat, weil ich zum Beispiel, ich übernachte ja ungern in Hotels, die kein Loyalitätsprogramm haben, wo es keine Meilen, keine Punkte und keinen Status gibt. Und Langham hat ein Programm und ich habe in Langham relativ viel übernachtet, in Australien, aber auch in Auckland im Langham. Das war, glaube ich, so rosa, die Farbe im Hotel. Das fand ich irgendwie weird, aber auch wieder lustig, weil es das Crew-Hotel von Emirates war zu dem Zeitpunkt. Und die haben halt ein Programm gehabt, das nennt sich 1865 Privilege. Und die haben jetzt rausgeschickt eine E-Mail-Korrespondenz an Mitglieder, wo drin steht, we would like to thank you for being a loyal member of the 1865 Privilege Program over the years. Bla bla bla. Aber leider am Mittwoch, dem 28. Februar, das ist quasi schon Mittwoch, 28. Wir haben heute den 26. Das ist Sonntag. Ah, 2024. Nee, wart. We close on Wednesday. Ist der 28. Februar ein Mittwoch? Ist doch Sonntag. Ach so, nee, Moment. Ich bin ja im Januar noch. Mea culpa, ihr habt recht. Ja, ja, ist Mittwoch. Also wir haben ja erst Januar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf jeden Fall haben wir das Problem geändert, rausgefunden. Also es ist ein Mittwoch. Lars ist schon verwirrt durch viele Zeitzonen geflogen. Auf jeden Fall ist es das Programm End Date. Das Programm endet. Aber jetzt kommt die E-Mail mit einer überraschenden Endung. Und zwar im Februar. We will launch something brilliant and we are committed to ensuring you and our valued customer will be one of the first to know. Also das heißt, vielleicht treten die einem größeren Programm bei. Vielleicht gehen sie zu Hyatt. Vielleicht gehen sie zu IHG, vielleicht gehen sie zu Hilton, zu irgendeinem. Ich weiß jetzt nicht, ob Brilliant vielleicht mit der Brilliant Credit Card von Marriott Bonvoy was zu tun hat. Aber gerade wenn man guckt, dann sind die Hotels ja in Ozeanien, also das heißt Neuseeland, Australien, aber auch, glaube ich, in Asien, also China und so weiter, relativ aktiv. Und das wäre dann in meinen Augen eine positive Erweiterung. Nachdem wir jetzt wissen, dass der 28. Februar ein Mittwoch ist und nicht der Sonntag der Januar ist, können wir die Sendung auch beenden. Und ich muss euch danken, dass ihr heute wieder dabei wart, dass ihr geduldig wart, mit mir und mit mir geduldig seid. Und wenn ihr Fragen, Sorgen, nicht so nötig habt, warte, ich muss mal gucken, ich muss das im Kontrollbildschirm mal gucken. Da könnt ihr mich unter der Nummer erreichen. Und nochmal an alle danke, die mir eine WhatsApp geschrieben haben, gefragt haben, was los ist. Grundsätzlich ist es einfach so, ich habe überlegt, ob wir mit dem Konzept was ändern, haben ein paar Änderungen vorgenommen an dem Konzept jetzt nicht, aber wir werden mit einer neuen Sendereihe kommen und ich glaube, ich kann da schon was pitchen und ich freue mich auf Freddy und mich in einem Talk-Format. Ja. Ihr seid jetzt dran, den Kanal wieder zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like da zu lassen, zu kommentieren, aber auch die Kanalmitgliedschaft nicht zu vergessen und auch denkt dran, Ja. Frage des Tages beantworten. Also, danke, dass ihr heute dabei wart. Für euch jetzt der Abspann und bis morgen wieder ein alter Frisch. Ich versuche jetzt wieder täglich zu kommen. Also, bis dann. Ciao. Thank you.